Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Super Mario 64 Star Road. Das letzte Mal haben wir uns in einer total assigen Welt umgeschaut. Und da sind wir auch immer noch unterwegs. Doorknocking. Das, glaube ich, weiß ich schon, um was es sich da handelt. Da haben wir ja schon mal, glaube ich, einen Teil davon so aus Versehen aktiviert. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Ich glaube, wir müssen einfach in die ganzen Türen reinlaufen, ja. Genau. So. Ne, da oben. Ich habe mich zwar da oben an eine offene Tür erinnert, aber allerdings nur ein rotes Juwel wollte ich drin. Ja, komm aus der Illusion of Time Aufnahme und bin immer noch so im roten Juwel-Modus. rote Münze. So, nicht rotes Juwel, meine Herren. Okay. Gut. Dann haben wir da eine Tür. Wie viele Türen werden das denn sein? Na. Da hinten. Nee, oder? Moment, vielleicht an einer der Seiten. Mal gucken. Mal gucken. Die Münzen brauche ich jetzt aktuell nicht. Ich hoffe mal, die 100 Münzen hier zu sammeln wird nicht allzu asozial. Wobei, so wie die Stage. Achso, da dazwischen einfach, ja. Hm. So, 4. Und jetzt. Ist da vielleicht noch eine Tür an diesem Gebäude hier? Nee. Nee, da ist die rote Münze drin. Das zählt, glaube ich, nicht. Huch. Schon wieder da dran hängen geblieben. Was passiert eigentlich? Kann ich mich da irgendwie hochbefördern? Wups. Nee. Bringt gar nichts. Oh, das war ein bisschen hoch. Na gut. Nee, komm schon. Vielleicht weiter oben. Oder, Moment. Nee. Nee, die blauen Münzen. Na gut, schauen wir mal weiter nach oben. Bessere Idee habe ich jetzt gerade nicht. So. Ich glaube, die 100 Münzen werden hier gar nicht so schlimm. Muss ich gerade mal so sagen. Ich glaube, die sind relativ angenehm. Ah, mal wieder. Wie? Irgendwann wird der Tag kommen. Und ich werde hier nicht runterrutschen, wie so ein Blöder. So, und so. So. Ah, ich sehe eine Tür. Ich sehe eine Tür. Oh, und da sind auch noch Münzen. Sollte ich mir merken. Tada! Oh, sehr schön. Sehr schön, dass der Stern gerade hier erscheint. Ja, das war doch mal relativ angenehm. Vergleichsweise zu dem anderen Rest, den wir hier bisher, durch den wir uns hier bisher durchquälen durften. Was ich mich allerdings immer noch frage, ist, wie aktiviere ich die Kanone? Das ist eine dringende Frage, die Beantwortung bedarf. Tuten. Moving Target, ja, jetzt haben wir es nämlich. Vielleicht spawnt der blaue, Der blaue Bob-Bomb auch erst in dieser Stage. Das ist gut möglich. Steban! Die! Ja, ich weiß wieder, wie man Schneemänner umlegt. Das habe ich ja in der Schneestage, wo es wichtig war, ein bisschen vergessen. Aber ging ja auch so. Okay. Also ich muss auf jeden Fall dahin. Ach, der Stern bewegt sich tatsächlich. Ich meine, ich könnte es tatsächlich probieren, indem ich einfach da ganz oben auf den Klotzturm springe und dann mit einem Longjump versuche, den Stern zu erreichen. Allerdings bezweifle ich so ein bisschen, dass das so gedacht ist. Huch. Wow. Ah. Die Frage aller Fragen ist nur, wo ist der blaue Bob-omb, um die Kanone zu aktivieren? Na gut, natürlich. Das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich keinen Schimmer. Huch. Schaffe ich es nicht mal mehr von unten da hoch, ja? Na bitte. Ich werde mal da. Nein. Ugh. Really? Ich werde mal da hochspringen, gucken. Das Problem ist, ein Aussichtspunkt wird mir nicht wirklich viel nützen. Was mache ich denn? Ich denke gerade viel zu sehr nach, wo der blaue Bob-omb sein könnte und konzentriere mich nicht mehr aufs Springen. Das sollte ich mal kurz einstellen. Das war gemein. So.
Huch. So, schauen wir mal. Da drin war ein Extra Life, das weiß ich noch. Okay. Hier ist wieder diese absolut dämliche Kamera. So. Da ist der Stern. Also von hier aus komme ich mit einem Long Jump definitiv nicht darüber. Das Dach da kann ich auch nicht springen. Da ist die Kanone. Aber wo ist der Bob Omb dazu? Komm schon. Wo ist da der Bob Omb dazu? Ach, verdammt, daneben. Das war gut. Voll an die Kante gehupft. Habe ich mich ein bisschen verschätzt. Wo ist der blaue Bob Omb? Sauma auf dem Kuchen war er nicht. Vielleicht hinter dem Kuchen? Waren wir da schon? Ich glaube nicht. Nee. Das sieht nicht so aus. Wo wird der denn? Entschuldigung, wo wird der denn abhängen? Da unten vielleicht irgendwo hinter einem Haus versteckt? Nein? Okay. Direkt bei der Kanone würde ja auch nicht sein. Oh, so. So. Nee. Da ist in der Tat nur die Kanone. Wo ist der Typ? Oder die Dame, was auch immer. Ist er vielleicht in der Kiste? Nee, da sind nur Münzen drin. Ganz oben war er ja auch nicht, glaube ich. Das wäre aber auch bescheuert. Nice. Ah, nicht so nice. Das war so nicht plant. Huch. Hast du nicht Schwung gehabt? So, besser. Hey, Chuck, ja. Nein, lass mich. Huch. Ja, ich nehme mal das Extra Life nochmal mit. Schadet ja nicht. Und wenn ich eh schon weiß, wo das ist, dann kann ich es auch gleich mitnehmen. So. Kamera, danke. Sehr nett, dass du dich drehst. Extra für mich. Da bin ich ein bisschen platt. Huch. Was war das denn jetzt schon wieder? Ah, Mann. Okay, dann schaue ich mal woanders. Dieses Spiel und seine Glitches, ne? Vor allen Dingen dieser Hack und seine Glitches. So. Vielleicht ist da oben ja doch was. Der wird doch nicht unten an der Rutsche jetzt stehen, oder? Das wäre ja ein Unding.
Nee, da ist nur der Pinguin, glaube ich. Ich will da trotzdem nochmal hingucken. Ich will gucken, was der Pinguin zu sagen hat. Vielleicht ist es ja irgendwas Interessantes. Wenn ich die Rutsche überlebe, wohlgemerkt. Na, gucken wir doch mal. Whatever. Whatever. So. Versuch Nummer 2. Eigentlich wahrscheinlich schon Versuch Nummer zigtausend. So. Hast du was zu sagen? Nee, er will trainieren. Gut. Gut, dass wir das geklärt haben. Da oben ist eine Yoshi-Coin. What the fuck? Okay. Also da oben ist er schon mal nicht. Gut. Vielleicht versteckt er sich in einem Baum. Nee. Oh man. Nee, in dem Flugzeug ist nur eine rote Münze. Ah, Mist. Kein Schimmer, wo der sein könnte. Oh, sehr gut. Sehr gut. Ja, prima. Mhm, gut. Danke. Okay. Vielleicht ist er da oben in der Münzbox drinne. Der kann ja dann eigentlich nur irgendwo weiter oben sein. Eigentlich. Mensch, wir haben in der Folge schon echt viel erreicht. Na, immerhin einen Sternhammer geholt, aber... Ach, natürlich. Natürlich. Ups, ups, ups. Dankeschön. So. So. So krieg ich wenigstens nochmal ein extra Life. Huch. Okay. Ah, Gott, diese Kamera hier in diesem Abschnitt. Das. So mal ganz im Ernst. Wenn man seinen Hack testet und spielt, muss man doch merken, dass hier die Kamera irgendwie echt scheiße ist. Oh, nee, nicht schon wieder. Oh ja, komm. Jawohl, prima. Oh Mann, gehen mir die Scheigeister oben auf den Sack. Okay. Bin ganz kurz davor, die Stage einfach zu überspringen. Ich hab da langsam keinen Bock mehr drauf. Sag ich ganz ehrlich. Okay. So. Okay. Oh, komm schon. So close. Okay. Natürlich. Natürlich, klar. Mhm, okay, gut. Ist verständlich. Ist in Ordnung. So. Wenigstens wurde ich kein zweites Mal vom Feuer getroffen. Aber es bedeutet jetzt natürlich, dass ich wieder von dem Scheigeist zerlegt werde. Moment. Nee, das bringt nichts. Das ist nur eine rote Münze. Ha. Okay. So. Einen erwischt. Natürlich lande ich wieder da unten. Oh.
Das ist so dumm. Ja. Du kannst mich auch mal... Ja, natürlich, ist klar, ist klar. Ist klar. Chuck, ja, kommen Sie mal her. Na, so war das nicht gedacht. So. Dankeschön. Okay, Versuch Nummer 30.000. Kampf gegen die Kamera. Jedes Mal aufs Neue. Ich. Da wird er aber auch nicht runterkommen, ne? Ja, natürlich. Mhm, klar. Gut. Wisst ihr was? Fick diese Stage, ganz im Ernst. Nee, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Sag ich ganz ehrlich. Wer sich da wegen jetzt nochmal in die Hosen scheißt, ist mir gerade vollkommen egal. Wir lassen die Stage jetzt einfach bleiben. Huch, das ist gar kein Level. Ich will da aber rein. Na gut. Da darf ich rein. Fatal Flame Falls. Das sieht wenigstens so aus, als ob es hier viel Lava gibt. Viel Lava. Ups. Ah, die fahren ein, okay. Jawohl. Das sind diese Plattformen. Yeesh. Nope. Ah, fuck. Yikes. Okay. Das klingt gerade nach Super Mario RPG-Musik, glaube ich. Wow, okay. Was ist eigentlich Deep in the Flaming Caverns? Okay. Ich habe noch keine Caverns gesehen, aber ich habe viele Flames gesehen. Und ein Bulli. Ja. Na komm. So. Da drüben vielleicht? Mal gucken. Mal looken. Vielleicht gibt's ja was Interessantes. Nope. Nope. Ah. Okay. Offenbar handelt es sich hier um einen Teil von Bowsers Schloss oder sowas. Oh, das ist ja niedlich. Hat mir das jetzt irgendwas gebracht, da herzukommen? Das bezweifle ich nämlich gerade so ein bisschen. Das war übrigens ein ziemlich cooler Sprung, muss ich mal so sagen. Ist da drinnen vielleicht irgendwas? War da eine rote Münze? Ich glaube schon. Na gut. Okay. Und jetzt? Dahin vielleicht? Oder komme ich her, oder? Nee, da komme ich nicht. Doch, komme ich daher? Doch, da komme ich her. Das ist die andere Seite. Okay. Kann ich vielleicht in das Porträt reinspringen? Kann es vielleicht kaputt machen? Nein. Ist da drüben irgendwas? Nö. Komm mal her. Das lief doch ganz gut. Vielleicht ja doch da hoch. Mal gucken. Vielleicht ist da irgendwas. Und tap. Ne. Das war... Oh, das war mein Fehler. Das war blöd. Wupp.
Okay. Wupp. Wupp. Ich höre dann Chuck, zwei Chuckyas. Oh Gott. Ah, das sieht doch gut aus. Vielleicht. Wow, Double Kill. So. Da drinnen irgendwie. Das sieht mir fast so aus, als würde ich hier irgendwo eine Koopa-Shell bekommen. Denn irgendwie kann ich da rein. Das... Wow! Da war eine Lücke. Ah, ich glaube, ich habe auch die ominöse Koopa-Shell gefunden. Vielleicht. Das war blöd. Ja, super. na gut. Okay. Dann nochmal den ganzen Weg. Ah, ich... Okay. Mario, du Pfeife. Sehen uns gleich wieder. Okay, schauen wir nochmal rein. Mal gucken. Vielleicht findet sich ja was. Okay, da kann ich zumindest schon mal drauf stehen. Da nicht sonderlich lange. Okay. Yeesh. Okay. Wow. Gut. Mann. Ich verliere langsam echt komplett die Motivation an diesen Stages. Ich bin mittlerweile echt kurz davor, einfach zu sagen, scheiß drauf, wir gehen die letzten Stages und machen hier Feierabend. Und darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Denn wie gesagt, so langsam verliere ich echt massiv die Motivation an diesem Hack. Ey, okay. Aber ich will trotzdem schauen, ob ich da irgendwie hinkomme. Zumindest zu dem ersten Stern. Das wäre doch mal was. Nein! Fuck. Okay, alles gut. Irgendwie so halb. Okay. Nope. 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 Was? Nein. Okay, nein. Okay. Kein Problem, ich habe immer noch alles im Griff. So. Zack. 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 So, prima. Okay. Du lässt mich einfach mal in Ruhe. Yeesh. So. Tatsache. Gut. 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 Nee. Nee, ganz ehrlich. Nee. Scheiß drauf. Ich werde die Stages vielleicht irgendwann mal in einem Stream anspielen und werde es entsprechend als Video ankündigen, wie alle anderen Streams auch. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns dann mal so langsam nach dem Ende des Spiels um. Denn bevor ich hier endgültig die Motivation verliere und nur noch rummaule und das Spiel anschreie, lasse ich es lieber bleiben. Und beende das, also nicht das Let's Play jetzt, sondern ich beende das Spiel dann in einer der nächsten Folgen. Ich schaue jetzt mal, wo die Final-Stages sind, sagen wir es mal so. Denn ich denke mal, wir sollten genug Sterne haben. Ich glaube, wie viel braucht man? 70, glaube ich? Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Gut. Dann würde ich sagen, war es das erstmal von meiner Seite aus. Das nächste Mal schauen wir dann, dass wir schauen. Und dann schauen wir und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.